Hallo meine lieben Angelfreunde, willkommen zu einem weiteren kleinen Guide-Video von mir zu Fischer Online. Und zwar, wie ihr es im Hintergrund seht, es geht um die Bachschmerle und wir befinden uns in Schottland, Loch Maro. Und ja, ich muss dazu sagen, es gibt da eigentlich nicht so feste Spots für die Bachschmerle, da man die an mehreren Spots fangen kann. Man hat aber auch sehr viel Beifang. Ich zeige euch mal den Spot, wo ihr die grundsätzlich eh immer mal fangen könnt. Ich habe jetzt allerdings bei YouTube ein Video gesehen, beziehungsweise ich hatte einen Stream gesehen, wo einer meinte, dass man die hier am besten fängt. Das Ganze ist allerdings in Englisch. Und ich habe mir gedacht, ich mache davon ein deutsches Video dazu. Und zwar... Ne, jetzt wartest du im Moment so. Also normalerweise haben wir die Möglichkeit, die Bachschmerle auch hier unten zu fangen. Das heißt, wir stellen uns hier auf den Bootssteg hier hin und werfen da in das die Seerosen rein, Schilf, Gras, so, da rein. Dort fangen wir aber gezielt nachts Kaulbarsche und auch mal tagsüber Seeelritzen. Wohlgemerkt wird es noch ein Video geben, wo es um die Seeelritze geht, denn ich hatte da zwar eins gemacht gehabt, das ist aber nicht so erfolgreich. Ich habe da jetzt einen anderen Spot für gefunden, das Video wird dann irgendwann noch kommen. Und ja, jetzt habe ich hier den Spot, und zwar wie ihr seht oben links bei 297, 358. Beifang haben wir eh immer, damit müssen wir rechnen. Ich zeige euch jetzt auch gleich mit was für ein Setup, das soll wieder ein Barsch sein, ne? Was haben wir da? Rote Auge? Na, okay. So, ihr seht ja, das Ganze ist einfach nur ein hundsgemeiner Plumpswurf. Machen wir nochmal frisch aus. So. Zeige ich euch gleich mit was für ein Setup wieder rangehen. Es reichen 3 Kilo Routen, ich habe aber meine B-Picker. Da wir dadurch ja 50% mehr Erfahrung kriegen. Also, die B-Picker, passendes Setup, dann Vorfach habe ich halt immer drauf. Ist auch besser, wenn du mal einen Raubfisch drauf beißt. Dann wichtig, Nuller Haken, Blutwurm und ein Futter, was ich mir gemischt habe. Kann ich jetzt aber nicht unbedingt sagen, dass das genau gezielt dafür passt. Allerdings ist der Blutwurm drin, auch was ja die Bachschmerle sehr gut beißt. Und das Ganze haben wir dreimal. Das Futter kann ich euch auch gerne gleich zeigen. Und zwar Lockstoffe, dann hier auf Universal verwenden. Entschuldigung, das war mein Fehler. Wir brauchen hier Bachschmerle, ich habe es auch schon benannt, wiederholen. Universalfutter, Wasser dazu, kombiniertes Futter oder Mischfutter, je nachdem was für eine Übersetzung ihr nutzt. Und dann habt ihr das Futter auch schon für die Bachschmerle. So, und wie ihr seht, beißen tut's. Jetzt bei Nacht werden es wahrscheinlich mehr Kaulbarsche sein, wie Bachschmerlen vermute ich, da die ja gerne nachts beißen, die Kaulbarsche. Und da beißt es auch direkt wieder und ja, haben wir die nächste Seelritze, ja. Ja, wie gesagt, also da müsst ihr mit recht viel Beifang rechnen. Eine Alternative, die wir jetzt hätten. Dann sollen wir hier in die Richtung Schilf reinwerfen, wobei das wahrscheinlich aufs Gleiche rauskommt. Deswegen ist wichtig hier, ihr lauft von hier runter an den Bootssteg und macht einfach einen Plumpswurf von den Seerosen so hier rüber zu. Ist einfach nur einmal Linksklick und fertig. Denn ich hatte zwar auch schon eine Trophy, das war allerdings hier vorne. Und zwar, da können wir mal gucken, das war auch mit, da, Bachschmerle 96 Gramm, ne, 113 Gramm, so rum. Und das war auch mit Blutwurm. Jo. In diesem Sinne, meine Freunde, war es das von mir mit meinem kleinen Guide-Video. Ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen weiterhelfen. Bedanke mich recht herzlich fürs Einschalten und ja, dann bis zum nächsten Mal. See ya!